Willkommen zurück, schön, dass du wieder da bist. Heute erkläre ich dir, wie du einen großen Freundes- und Bekanntenkreis sehr einfach und unkompliziert aufbauen kannst und wie dir das dann auch noch zusätzlich mehr Frauen, Flirts und Dates in die Tasche spielt. Sei gespannt, viel Spaß beim Video. Also, ich war gestern im Fitnesscenter, da bin ich momentan relativ oft und da ist mir etwas passiert, beziehungsweise ich habe eine sehr außergewöhnliche Person kennengelernt. Und die Geschichte möchte ich dir jetzt erzählen, um in unser Thema einzuleiten. Ich war also im Fitnesscenter und war bei den Hantelstangen, habe meine Deadlifts gemacht und dann bin ich fertig mit meiner Übung, gehe zum Wasserspender und mir kommt ein Mann entgegen. Ein bisschen größer als ich, Glatze, ganz freundlich aussehender Typ. Der grinst mich an, ich grinse ihn an und er fängt an, mit mir zu reden. Ich nehme also meine Kopfhörer ab und höre, wie er zu mir sagt, hey, wie war dein Training? Oder läuft das Training gut? Ist gutes Training? Ich bin etwas irritiert, weil ich mir denke, hä, kenne ich ihn? Bin mir aber sicher, nein, ich kenne ihn nicht. So, ich rede aber trotzdem mit ihm, weil ich bin ja auch ein kommunikativer Typ und sage ihm, ja, ist alles cool, wunderbar. Ich mache gerade hier die Kniebeugen, kannst ja mal mit den Gewichten, kannst ja mal schauen, ob ich die Ausführung richtig mache, weil er sah so aus, als wenn er schon ein bisschen mehr Erfahrung hat beim Training. Und dann hat er gesagt, ja, ist kein Problem, habe ich ihn also mit rübergenommen, habe einmal die Ausführung gemacht, der hat rübergeschaut, meinte, ist alles in Ordnung und war im Allgemeinen super freundlich und nett. So, dann ist er wieder zu seiner Übung gegangen und ich bin mir was zu trinken holen gegangen. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte mir so, okay, war voll cool, voll der nette Typ, voll freundlich. Kam mir aber auch ein bisschen komisch vor, so die Art und Weise, diese unglaubliche Selbstverständlichkeit, mit der er mich da angequatscht hat. Das kam mir komisch vor, einem Menschen, der das ja gewohnt, also ich mache das ja selber die ganze Zeit auf der Straße. Aber es ist halt witzig, das mal gespiegelt zu bekommen. Und dann ist mir eingefallen, wie ich 2 Tage vorher diesen Typen schon mal gesehen habe. Als ich rausgegangen bin aus dem Fitnesscenter, hat er mir nämlich schon mal Hallo gesagt. Ich gehe raus aus dem Fitnesscenter und sehe ihn, er sieht mich, grinst mich an und sagt Ciao. Und weil er halt so freundlich war, habe ich halt Ciao zurückgesagt und dachte mir so, hä, kennst du ihn? Aber nein, du kennst ihn halt nicht oder ich kenne ihn nicht. Aber er war halt sehr freundlich natürlich, grüßt man da zurück. Und dann dachte ich mir, okay, komische Sache. Und dann ist mir eine Sache aufgefallen, das war ganz interessant. Fast jeder im Fitnessstudio kannte den Typen. Der hat mit fast jedem geredet und jeder kannte den. Der hat alle Leute immer angelächelt beim Vorbeigehen, hat die gegrüßt, die haben zurückgegrüßt. Hey, hi, wie geht's dir? Mensch hier. Ich nenne jetzt mal Daniel. Hey Daniel, wie geht's dir? Und jeder schien den zu kennen. Na, der hat natürlich seine Übung trotzdem gemacht, aber er hat da auch seinen Social Circle Ding gemacht. Und er wirkte jetzt nicht so wie der Typ, so hey, ich flirte mit den Leuten, sondern er war einfach wirklich sehr freundlich, so freundlich, dass ich sogar zwischendurch dachte, er wäre vielleicht schwul und wäre deswegen auf mich zugekommen. So, und dann, das war auch ganz witzig, sitze ich unten im Umkleidebereich und warte aufs Massarium. Das ist so ein Massagegerät, mit dem man sich nach dem Training so ein bisschen entspannen kann. Und dann sitze ich da mit 2 Mädels, die auch auf dem Massagegerät warten. Und dann kommt er, also der Daniel, kommt aus der Kabine raus und geht dann halt weg. Ich glaube, er war ein bisschen älter als ich, so 30, Anfang 30 ist der vielleicht. Und geht raus, geht die Treppe hoch und ist so, ciao Mädels, macht's gut. Und sie so, hey, ciao Daniel, mach's gut. Und er sagt mir auch so, hey, ciao, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Und wie ist wieder super freundlich, weißt du, wie es halt so ist anscheinend. Und ich so, ja, mach's gut, ciao Daniel. Und dann bin ich halt mit den Mädels ins Gespräch gekommen, über Daniel quasi. Also dank Daniel bin ich mit den Mädels sehr einfach und situativ ins Gespräch gekommen und meinte so, hey, der kennt ja auch jeden. Und die so, ja, der kennt ja echt jeden, das ist voll krass, la la la. So, und ich so, ich habe den heute erst kennengelernt. Und die so, ja, hat er dir schon das erzählt? Er ist gerade auf ketogener Diät und sowas. Und die meinten auch so, ja, der ist voll cool, der hat so eine voll die positive Ausstrahlung. Ich habe die dann auch gefragt, so, hey, glaubt ihr, der ist schwul? Und die so, nee, der hat voll die positive Ausstrahlung einfach, der ist voll positiv drauf. Und das hat mich sehr beeindruckt. Also dieser Mann hat mich sehr beeindruckt und seine Art und Weise, auf die Menschen zuzugehen. Und da habe ich das dann mit meiner Art und Weise verglichen, wie ich das die letzten Mal im Fitnesscenter gemacht habe und dachte mir so, hey, seine Art und Weise ist viel besser. Ich weiß, dass er das nicht taktisch gemacht hat. Das war null taktisch bei ihm. Er hat sich nicht gedacht, boah, jetzt mache ich das mal so und so, um mir Freunde zu bekommen. Das hat er nicht gemacht. Der hat das einfach nur gemacht, weil er gut drauf war. Das muss man mal dazu sagen. Und ich habe es in der vergangenen Zeit so gemacht im Fitnesscenter, da bin ich recht neu, dass ich die Frauen, die mir gefallen haben, sehr direkt angesprochen habe. Und das habe ich hier in den Videos auch schon mal gesagt, sollte man lieber nicht machen. Und ich bin wieder der Überzeugung, dass das so genau richtig ist. Man sollte das nicht machen. Denn klar, vielleicht steht die Frau auf dich und dann ist es halt gut, aber es gibt ja auch immer Fälle, in denen die Frau nicht auf dich steht. Auf der Straße, sowie auch an so einem neutralen Ort oder an so einem Ort, wo du oft bist, wie zum Beispiel im Fitnesscenter. Und wenn du da ständig Frauen anlaberst, so groß ist diese Area dann doch nicht, bist du halt irgendwann als der Typ bekannt, der alle Frauen anlabert. Und das willst du nicht. Dann ist dein Status in dieser Umgebung total gering.
Im Gegensatz, Daniels Status in dieser Umgebung ist total hoch, weil er scheint einfach jeden zu kennen. Ich glaube, er kennt die Leute nicht mal unbedingt mit Namen, aber jeder unterhält sich mit ihm. Und alle denken sich deswegen, krass, wer ist dieser Typ, der da alle kennt? Und alle finden den cool, weil den kennt ja auch jeder. Und Leute, die jeder kennt, die will man selbst auch kennen, denn sonst ist man ja nicht Teil der coolen Gruppe. Und ohne dass Daniel das irgendwie absichtlich gemacht hat, und da bin ich mir sicher, dass er das nicht absichtlich macht, hat er sich einen enorm guten Social Circle aufgebaut in dieser neutralen Umgebung und hat einen enorm hohen sozialen Status sich dort aufgebaut. Einfach nur, weil er, ohne sich da was bei zu denken, auf die Leute zugeht und absolut selbstverständlich, und so macht man es auch am besten, absolut selbstverständlich mit den Leuten in kleine Smalltalks reingeht. Und das Wichtige ist, das ist ja jetzt auch für dich, ich will dir auch erklären, wie du das machen sollst. Ich zeige dir jetzt quasi die Methodik, die Daniel bei mir angewandt hat, damit du sie direkt nachmachen kannst an einem neutralen Ort. Wichtige Sachen dabei sind folgende. Bleib nicht zu lange im Gespräch. Das war bei ihm auch so. Er hat mir geholfen. Ich habe ihn ja gefragt, hey, kannst du mal über die Übungsausführung schauen? Er hat drauf geschaut, ist dann aber auch wieder zurück zu seinen Sachen gegangen. Ne? Und er ist dann auch nicht nochmal gekommen oder so. Das heißt, er war auch nicht aufdringlich. Und das ist wahrscheinlich der Punkt, auf den man am meisten aufpassen muss, dass man halt nicht aufdringlich ist. Ne? Und das ist ja das Tolle, wenn du quasi alle kennst oder mit allen quatscht. Sorry. Dann bist du halt nicht aufdringlich, weil du halt immer mit irgendwem anders quatscht. Und wenn du das für dich anwenden willst, dann kannst du es in so einer neutralen Umgebung anwenden. Also wenn du mehr Freunde kennenlernen willst, ja, wenn du mehr Freunde gewinnen willst, dann brauchst du halt erstmal so eine neutrale Umgebung. Ob das jetzt die Universität ist, ob das jetzt dein Sportclub ist, ob das dein Karateverein ist, dein Tanzverein, dein Bastelverein oder irgendwas. Es muss schon so ein Ort sein. Also auf der Straße würde das jetzt eher weniger gut funktionieren. Na, weil da müsstest du dann ja mit den Leuten noch Nummern tauschen und dann wird es irgendwie strange. Das ist jetzt nicht für die Straße geeignet, das ist mehr für diese neutralen Orte. Schule, Arbeitsplatz und so weiter. Ja, das kannst du an all diesen Orten genauso machen. Du kannst auch, wenn du in der Uni bist, rumlaufen und einfach, hey, cool, hey, ja, wie läuft's bei dir, bla 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 bla. Klar, es hat aber diesen leicht komischen Faktor. So, es kam mir auch ein bisschen komisch vor, aber er war halt sehr freundlich und deswegen fand ich es cool. Und es kannten ihn alle und das hat es halt doppelt so cool gemacht. Dabei ist ganz wichtig, wie das auch Daniel gemacht hat, geh da nicht mit irgendeiner Absicht dran. Also geh nicht mit der Absicht dran, boah, jetzt number close ich den mache ich jetzt zu meinem Freund oder so. Das ist falsch, sondern geh einfach mit der Absicht dran, hey, oh, ich nehme ein bisschen positive Emotionen und teile die mit dieser Person. Du musst mit Positivität rangehen. Offensichtlich, wenn du jetzt auf eine fremde Person zugehst und dann so, hey, wie läuft dein Tag? Und du so, hä, wer bist du denn so? Das ist ja ganz klar, dass das in so eine Reaktion dann kommt. Du musst da schon mit einer guten Energie rangehen. Und da kenne ich noch so einen Menschen, der bei mir im Workshop war im Januar. Du weißt, wen ich meine. Und du hast mir vorhin geschrieben, dass du das Video gesehen hast. Und du hast dieses Video wahrscheinlich auch gesehen. Du bist auch so eine Person. Du weißt, wer du bist, wenn du siehst. Die immer sehr fröhlich ist. Und das ist eine ganz starke Eigenschaft, aus der man sich einen unglaublich großen Freundes- und Sozialkreis schaffen kann. Nur wie gesagt, nicht so aufdringlich sein, immer mal wieder mit den Leuten reden. Das ist ja das Tolle an diesen neutralen Orten, wie zum Beispiel dem Fitnesscenter. Du siehst die Leute halt immer wieder. Ich habe ihn auch innerhalb von einer Woche 2-3 Mal gesehen. Und wenn man immer wieder so ein bisschen quatscht, dann kommt man immer wieder ein bisschen näher, lernt man sich ein bisschen mehr kennen. Und wenn du immer wieder ein bisschen mit vielen Leuten quatscht, dann kennst du da gefühlt irgendwann alle. Und dann ist es natürlich auch klar, wie dir das bei den Frauen weiterhilft. Ich glaube, das muss ich nicht großartig erwähnen, weil du kennst ja die Videos auf deinem Channel, aber wenn dich halt jeder kennt, wenn du einen Status hast als, boah, der kennt hier jeden, jeder kennt den, jeder mag den, das ist ein unglaublicher Statuswert, den du dann für jede Frau hast, die da auch im Fitnesscenter, ich nehme jetzt das Beispiel, die im Fitnesscenter unterwegs ist. Jede neue Frau, die reinkommt, weil da melden sich auch neue Leute an. Bei mir zum Beispiel, weil es ein sehr zentrales Fitnesscenter ist, sagten die mir 25 Leute am Tag teilweise. Jeder, der da neu reinkommt, wird sich denken, krass, das ist der Typ, der kennt ja alle und den kennen ja alle und der ist cool und freundlich. Und das ist krass viel Status, das ist enormer Social Proof und das alleine kann dafür sorgen, dass Girls dich halt heiß finden, ohne dass sie jemals mit dir geredet haben, weil sie sich denken, boah, der führt hier die Leute an, der kennt hier alle, der ist cool, alle Leute finden ihn cool, dann muss der ja cool sein, das heißt ja Social Proof. Social Proof heißt, dass die Gesellschaft dich bereits überprüft hat und für cool befunden hat, oder? Gesellschaft im Sinne von Menschen haben dich bereits überprüft und für cool gefunden. Deswegen ist es, wenn du mit vielen Frauen unterwegs bist, die dich feiern, die Frauen haben dich bereits überprüft und für cool befunden, also musst du ein hochwertiger Mann sein. Das ist diese Social-Proof-Idee. Und dann ist es halt super einfach, die Frauen kennenzulernen, weil dann kannst du sie auch ganz entspannt ansprechen, weil die wollen ja sowieso dich kennenlernen, weil sie halt Teil dieses coolen Kreises sein willst, den du da anscheinend kennst. Und dann ist es so leicht, Frauen kennenzulernen. Und dann muss ich dazu sagen, es ist auch viel leichter, als Frauen auf der Straße kennenzulernen.
kann. Ich sage damit nicht, mach nicht das auf der Straße Ding, mach es auch. Das habe ich ja immer schon gesagt. Ich sage immer, mach alles. Ich mache gerade auch sehr viel Online-Dating, weil es gerade für mich gut funktioniert. Mach gern alles. Mach gern online, mach gern Straße, mach gern das Social-Ding. Kombiniere das. Nutz all deine Möglichkeiten. Das sage ich immer wieder und das ist ganz wichtig. Aber es gibt nichts Stärkeres als ein richtig gut aufgebautes soziales Umfeld, wo du alle Leute kennst und beliebt bist. Nichts arbeitet so stark für dich wie das. Und wenn dann noch regelmäßig auch neue Leute reinzirkulieren, wie jetzt zum Beispiel in diesem Fitnesscenter, wo viel los ist, nichts arbeitet so gut für dich. Und das ist das beste System, was du für dich selbst aufsetzen kannst. Ich hoffe, es ist soweit klar geworden, wie der liebe Daniel vorgegangen ist und wie man das allgemein macht. Natürlich muss man es einfach machen, man muss sich überwinden und vielleicht wird es auch am Anfang komisch sein. Am Anfang ist man das vielleicht nicht gewohnt. Man muss halt irgendwie anfangen, das ist ja ganz klar. Und kann auch sein, dass du dir ein, zwei Locations verbrennst, weil du irgendwann einfach komisch bist, weil du es ein bisschen ausprobieren musst. Das kann auch sein. Das sind halt die Opfer, die man bringen muss, wenn man darin besser werden will. Das ist wirklich einfach so. Ansonsten freue ich mich, dass du dabei warst. Schreib mir gerne Fragen, Kommentare, Meinungen in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, dich übermorgen wiederzusehen. Links neben mir kannst du den Channel abonnieren. Unter mir kommst du zu mir ins Coaching. Eine der letzten Sommerplätze kannst du dir da sichern, um noch mehr Erfolg mit Frauen zu haben. Freundinnen finden, viele Freunde finden, da haben wir gerade drüber geredet. Mit vielen Frauen schlafen, was auch immer da dein Ziel ist. Ich begleite dich auf diesem Weg und bringe dich an dein Ziel. Unten rechts schau unbedingt da vorbei, wenn du das Video bis hierhin geschaut hast. Denn das knüpft nochmal an dieses Video an und gibt dir noch mehr Informationen für deinen zukünftigen Erfolg. Geil, dass du hier warst. Übermorgen sehen wir uns wieder. Bis dahin, ciao.